Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon. Ja, das Level Tycoonosaurus Rex ist immer noch am Start. Ich habe es jetzt nicht offscreen fertiggestellt, sage ich mal. Wenn, dann leiden wir hier gemeinsam, würde ich mal sagen. Naja. Bisschen was ist noch zu erledigen hier. Kandidatur 6 wird wahrscheinlich schwer. Darlehen. Besucher im Park. Ja, 1100. Wenn das jetzt so bleibt, dann haben wir das. Kann ja mal ein bisschen Gas geben, dass vielleicht wieder ein bisschen Geld reinkommt. Sanitäter im Park. Also Stück für Stück Gebäude bauen. 5 mit Läden drin. Warte mal, das geht doch bestimmt auch wieder total einfach. Hä? Wetten, dass das... Dass das wieder ein No-Brainer wird. Achso, warte mal, ein Laden. Zum Beispiel das hier. Ist das, zählt das als Laden, wenn ich das jetzt hier so daneben stelle? Ja, das ist in Ordnung. So, und jetzt sage ich, jetzt natürlich die Frage, wie ging das? Ach so. So, und zählt das jetzt? Ja. Das machen wir einfach jetzt bei allen Ständen und dann hätten wir das auch geschafft. So, das kann man ja halt wieder runter, bitte. Zwei. Wollen wir den nächsten Laden hier hinten. Da kann man ja mal hier so eine halt so eine Sichtmauer nehmen. Jetzt haben wir 3. Wo haben wir noch ein Geschäft? Hier, Lost Blut Hermanus, zählt das da auch? Ich hoffe es einfach mal. Halt. Machen wir mal so eine gewellte Wand dort an die Seite. Zack. Ja, das passt. Jetzt noch eine. Wo hab ich noch was? Hier unten. So, jetzt hätten wir das erledigt. Ist natürlich wieder ein gutes Beispiel, wie, ja, wie dämlich programmiert dieses Spiel ist. So, Sanitäter im Park. 10. Hier habe ich doch aber schon 10. Warum zählt das nicht? Na gut, ich beschleunige erst wieder ein bisschen Geld ranzukommen. So, dann brauchen wir noch Achterbahn mit einer Begeisterung von 5,5. Guck mal, was die für eine niedrige Begeisterung hat, die Bahn. Das ist aber auch irgendwie unrealistisch. So, Werte 5,5. Die hier, die würde man dann einfach nochmal bauen. Das Drachenfeuer. Hätte ich mal gesagt. Oh, irgendwas war jetzt schon wieder geschafft. Ach, die Besucher im Park haben wir jetzt geschafft.
Und Besucherzahl geht stark nach unten. Mir gefällt das nicht. Ich glaube, das hat sich gleich erledigt hier mit den 1100. Ja, jetzt sind wir raus. Scheiße. So, wie sieht es mit dem Geld eigentlich aus? Zurückzahlen 55.000. Das ist Suspicious Sally. Da sehe ich sowieso keine Chance, dass die groß was reißt. Na gut, ich könnte von dem 10.000er Darlehen zumindest irgendeine neue Attraktion kaufen. Aber ich glaube, dass dann vielleicht irgendwie das mit den Schulden zurückbezahlen eher problematisch werden könnte. Drachenfeuer 2. Gut, hier könnte man noch ein bisschen was hinstellen. Dann lockt das vielleicht auch wieder Leute an. Ja, machen es einfach. Ich habe eine Werbung für eine Achterbahn. Na gut, wir sind wahrscheinlich eh schon raus hier bei den 1000 und Besuchern. Ich weiß nicht, ob man das mit der Werbekampagne noch irgendwie hinbiegen kann. Gut, man kann ja mal eine starten einfach. Dass die einfach nochmal ein paar Leute anlocken. Und hier würde ich jetzt noch ein paar Attraktionen reinbauen. Haben wir da noch irgendwas? Pendel, haben wir das schon? Ich sehe es jedenfalls noch nicht. Dann lockt das nämlich vielleicht noch ein paar Leute dort hinten in die Ecke. Schwerkraftspaß haben wir, glaube ich, schon. Dreher. Ich glaube, das ist wieder so ein Riesending, ne? Finde ich auch blöd, dass manche Attraktionen so gefühlt riesig sind. Na gut, hier würde das hinpassen. Mit ein bisschen Oh, die 10. flache Nervenkitzel-Attraktion gebaut. Eieiei. So, eröffnen. Jetzt haben wir einen Parkwert von 91.000. Gut, was die 10. Nervenkitzel-Attraktion, flache Nervenkitzel-Attraktion ist, dann würde ich doch glatt mal das restliche Geld in eine Werbekampagne für Nervenkitzel-Attraktion verpulvern. Würde ich mal sagen. Natürlich speichern wir regelmäßig, so instabil wie dieses Spiel läuft. Kommen wir noch ein paar Sitzgelegenheiten hin. Was macht denn der jetzt schon wieder hier mit dem Rumgetüdler? Nicht genug Geldmittel. Naja, gut. Ist es halt so, nicht? Ich hoffe mal, dass die Werbekampagne noch ein bisschen was ranholen. Ich finde es auch blöd, dass die alle hier so in dem Bereich rumlatschen. Können wir mal nach dem Geld gucken.
heißt, vom Einkommen her ist das eher so ein bisschen, naja, ne, meh, wie man so schön sagt. Tickets sind verschleierbar, sind günstiger als erwartet. Entschuldigung. Macht aber Gewinn, wenn auch nicht viel. Folgt die Schaukel war toll. Der macht gerade nur wieder Verlust. Ach so, kann ich das nicht einfach in dieser Gesamtübersicht mir angucken? Finanz nach Attraktion. Ja. Ist aber nicht viel, was da rumkommt, ne? Also. Essen macht richtig viel Geld. Oh, kann es mir wieder laden? Das ist ja immer automatisch. Hier hat man auch noch irgendwas. Gesamteinnahmen, Gesamteinnahmen. Die Läden machen viel, einigermaßen Geld. Oh, was ist denn hier? Kleine, achso, Toilette macht nichts. Bolognese. Ob man denen noch mehr Geld abnehmen kann fürs Essen. Das wäre ja wirklich eine Geldeinnahmequelle. Ich meine, essen muss man ja immer, ne? Gehen wir eben auf 13. 10er für ein Getränk ist natürlich auch schon heftig, ne? Aber irgendwie muss man sehen, wie man hier wegkommt. Hier sind auch irgendwelche Attraktionen ständig kaputt. Hier schon 10 Mechaniker rumlaufen. Das verstehe ich halt wieder nicht. Naja. Hoffe ich mal, dass jetzt die Einnahmen von den Läden noch ein bisschen steigen. Einnahmen pro Besucher ist aber auch nicht wirklich, ne? 2 Dollar. Ja, ist relativ konstant geblieben. Parkeinnahmen 200. Ah, ne, Quatsch, 3000.